Willkommen, Freunde. Es geht weiter. Wir gehen in die dritte Runde bei Deliver Us the Moon. Wir befanden uns im Mondfahrzeug, sind, glaube ich, zu einer anderen Station gefahren. Und da geht es jetzt weiter. Ich habe hier noch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Aber ich vermute mal, dass die Stationen hier auch nicht allzu groß sind. Ja, müssen wir mal interagieren. Unser ASE eröffnet oder öffnet uns die Türen, ja. Sehr gut. Ah, es gibt eine Leiter. Okay, ich dachte, es gibt einen Fahrstuhl. Oh, ganz schön düster hier. Warnung, kein Sauerstoff. Alter, das sieht ja geil aus. Oh, jetzt sind wir direkt auf dem Mond. Ich hoffe, dass der Sauerstoff ausreicht für die 2 Minuten. Ist ja doch größer, als ich dachte. Noch eine Leiter. Und ich weiß gar nicht, ob ich in den ersten untersten Etagen schon was machen musste. So, verbinden. Ich weiß gar nicht, wo wir das hin verbinden müssen. Ah, da. Oder? Ist das so richtig? Scheint nicht der Fall zu sein. Gucken wir mal hier. Ah. Jetzt haben wir das ganze, die erste Station wieder mit Strom versorgt. Ach, da bringt er mich auch gleich automatisch nach unten. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Letztes Mal hat er mir auch angezeigt, wo ich langfahren muss. Jedenfalls, er zeigt nicht alles an, aber so, hier den Turm nicht. Ach, da hinten ist noch eine Station, die fährt er auch an. Markiert er auch blau, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir auch die Außenstation jetzt hier, sag ich mal, verbinden. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Vielleicht ist es ja auch so, dass es nur die beiden gibt, aber ich kann mir schon fast gar nicht vorstellen. Hier da hinten ist auch noch eine. Die haben ja, die können ja auch abhauen, aber ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, dass sie die Erde sozusagen nicht mehr mit Strom versorgt haben und haben die Satellitenschüssel verstellt. Was das für einen Sinn macht. So. Müsste jetzt so gut sein. Jetzt können wir geradeaus drauf zufahren. Und jetzt müssten die Türen aufgehen.
uns die dritte Lampe angehen. Jo. Ein Stück zurück. Prima. Das sieht natürlich geil aus, ne? Wahnsinn, wie der läuft, ey. Das ist also richtig genial. Hier ist die Tür sogar auf. Das wundert mich, ja. Bei der anderen Station mussten wir ja mit, also bei der anderen Satellitenschüssel mussten wir ja mit ASE bestätigen. Falls unsere Drohne die Tür öffnen lassen. Ich hoffe ja, die sind alle gleich aufgebaut. Dass ich da nichts übersehe oder so. Boah. Muss sich ja geil anfühlen, ey. Keine Schwerkraft mehr hast. Hier von der Seite müssen wir ja. Vorhin hat der Sauerstoff locker ausgereicht, aber ich will es auch nicht riskieren. Ein bisschen aufpassen müssen wir schon. Oh. Merkt schon, 1,40, ja, schon ein bisschen knapper. Theoretisch auch noch zu dem Turm und dann nach oben. Na, ist nicht ganz perfekt, aber scheint wohl auszureichen. Sehr geil. Er springt jetzt auf online. Fortuna, sind Sie das da draußen? Wir haben gesehen, was auf Pearson geschehen ist und dachten Sie... Aber gerade eben gab es Aktivität im MPT-Netzwerk, so viel wie seit Jahren nicht mehr. Anscheinend eine lokale Energieübertragung, die nicht mit der Quelle an der Tombow-Anlage verbunden ist. Dort muss es wohl Reaktorprobleme geben. Tombow ist weiter entfernt. Zu Fuß kämen Sie da nicht lebend an. Vielleicht finden Sie in der Mondzentrale andere Transportmittel. Ich hoffe, Sie hören das. Ich hoffe. Okay, wir finden nur andere Transportmittel, das heißt, wir kommen mit dem normalen Fahrzeug wahrscheinlich nicht hin, ne? Ach, Warnung außer der Reichweite. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal wieder zurück zu unserer Basis. Hat sie ja eigentlich auch gesagt, dass wir dahin sollen. Alter, das sieht so geil aus. Das fühlt sich auch unheimlich gut an, das so zu spielen. Fahre ich natürlich dagegen. So, jetzt müssen wir aber um den Pfeiler rumkommen. Jawohl, wir haben's. Sehr schön.
Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert ist. Oh, hier ist sogar ein, was gesplittert. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Copernicus Mondzentrale MPT Transmitter und Empfänger. Und in Verbindung zum MPT-Netzwerk nicht herstellbar. Kein MPT-Signal von Tombaugh Reaktoranlage. Einschienenbahn zu Tombaugh. Offline. Ah, okay, also Einschienenbahn. Super, das ist ja geil. Da wissen wir jetzt, was wir machen sollen. Das ist ja richtig angenehm, dass jetzt hier überall mal Strom ist. In den meisten Spielen ist immer am Anfang Strom und dann wird es irgendwann düster. So, und zwar... Das ist der Fahrzeughangar. Wir mussten jetzt die Treppe hoch. Crewquartiere. Na, hier können wir uns nochmal die Geschichte angucken. Okay, die sind abgehauen. Was ich daran sehr interessant finde, ist natürlich klar, wenn man irgendwann eine Mondbasis hat und die Menschheit dann, sag ich mal, sich nicht mehr also auf dem Mond befindet, dass sie sich vielleicht selber auch sagt, ja, die haben dann eigene politische Interessen, die mit der Zeit entstehen. Ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier Eisenbahnstation, genau die Richtung geht das jetzt. Ah, nicht die Treppe runter, sondern hier lang. So, wir sind da auch schon mal drin gewesen. Genau. In dieser Tür waren wir ja noch gar nicht. Oder doch? Am Anfang? Die schienen auch gar nicht mehr aufzugehen. Gucken wir mal. Hier sind jetzt die Quartiere, die jetzt aufgehen. So, was haben wir denn hier? Welt... Sicherheitsdienst. Hiermit wird bestätigt, dass der Generaldirektor über Operation Werkakto ehrenhaft aus dem Weltsicherheitsdienst entlassen wurde. Okay. Oh, ich hätte eigentlich eher gedacht,
dass ich hier vielleicht noch irgendwas anderes finde oder so. Kein Code oder so. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich da irgendwie einen Code finde, nichts übersehe. So, dann müsste, glaube ich, die Bahn jetzt hier ganz zum Schluss da sein, ne? Ja. Kommen wir hier eigentlich? Kommen wir jetzt hier auch wieder ran? So, hier ist jetzt die Bahn. Sehr gut. Ist doch die Bahn, oder? Mit den Sitzen hier. Red Notice. Das sind die Treppen. Das ist die Wartung. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt zu der Bahn kommen. Okay, da geht's nicht weiter. Können wir nochmal eins versuchen? Kommen wir denn hier nochmal rein von der anderen Seite? Wartung. Die Treppen. Müssen wir mal schauen, weil die Bahn ist ja auch ausgeschildert. Ist ja kein Geheimnis. Die verstehe ich gerade nicht, warum ich die nicht finde. Okay, das heißt irgendwie alles nur Rad, Rad, Rad. Müssen wir vielleicht doch hier irgendwie mit interagieren? Das kennen wir auch schon, das ist auch blau gefärbt. Brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Also das ist der Rad. Und das ist auch nicht die Bahn, wie ich dachte, sondern das ist einfach nur ein Wartesaal. Sicher halt komisch finde, wenn ich jetzt Einschienenbahnstation und Fahrzeughangar. Die zeigen ja nach hier. Jetzt bin ich hier bei der Wartung.
Ja, wir werden das schon finden. Okay, wenn das der Fahrzeughanger ist. Ach, dann ist die hier oben. Einschienenbahn. Das können wir uns auch nochmal angucken hier. Das kennen wir auch noch nicht. Was sollte denn die Ansprache? MacArthur kann das doch nicht so entscheiden, oder? Hör mal, wir haben hier nichts zu melden, okay? Hilf mir einfach mit dem Kram. Stell das hin, Frank. Weißt du nicht, wozu Helium da ist? Seltsam, dass es hier ist, statt beim Reaktor, den es antreiben sollte. Klar, irgendwie schon, aber... Aber was? Sollen wir einfach brav gehorchen? Weißt du überhaupt, was passiert, wenn wir abhauen, während der MPD aus ist? Haben wir denn eine Wahl? Warum sollen wir denn tatsächlich zurück? Zu Überschwemmungen und gleißender Hitze? Ich hab's satt! Der Rat gibt uns eine zweite Chance, die verschwende ich nicht. Genug geredet. Hilf mir mal. Okay. Ist Helium. Ich weiß ja gar nicht, ob wir das auch irgendwie transportieren müssen. Wir können auf jeden Fall da in die Bahn gehen. Ach, dann geht's auch runter und hoch. Ist auch interessant. Dann fahren wir wieder hoch. Ja klar, jetzt wo der Strom geht, funktioniert auch das. Okay, wir haben jetzt kein Helium, was wir einsammeln können. Das heißt, wir gehen hier direkt in die Bahn rein. Sarah Baker, Chefingenieurin der Pearson-Raumstation. Zusammen mit Mechaniker Rolf Robertson sollte ich Nachforschungen zum Blackout anstellen. Eine ASE-Einheit griff mich an. Ich wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht genau, weshalb sie das tat. Anscheinend ist mein Expeditionspartner fort und ich kann weder die Pearson-Raumstation noch andere Einrichtungen kontaktieren. Ich überquere jetzt die Grenze, an Copernicus Außenposten 1 vorbei, um nach Tombow zu gelangen und herauszufinden, was den MPT-Aussetzer verursacht hat. Wenn Sie das hier finden, kontaktieren Sie mich. Alex, Aufnahme beenden. Auch interessant. Da hätte ich mit dem Fahrzeug aber auch hinfahren können. Ah nee, gar nicht, weil... Ich muss ja wahrscheinlich hier dann aussteigen. Genau. Wo sind denn die Türen hier? Ach hier. Ist sogar auf, aber war sehr dunkel, deswegen habe ich das auch nicht gesehen. Das ist verschlossen. Da habe ich auch keine Möglichkeit, über eine ASE-Einheit irgendwas zu machen. Vielleicht können wir hier was steuern. Frank has the code. Na, ganz toll. Gehen wir mal zurück. Muss wahrscheinlich nur ein Quartier sein. Okay, das gucken wir uns mal an.
Copernicus One-Kolonisten, dies ist eine Evakuierung. Der Tombow-Reaktor hat eine kritische Fehlfunktion. Wir evakuieren Sie zur Copernicus-Mondzentrale. Hey, ganz ruhig. Wer schickt Sie? Wir sind ja auf Befehl des Lunarrats. Der Lunarrat? Frank, passiert irgendwas Seltsames im MPT-Netzwerk? Nö, nichts Ungewöhnliches. Tombow scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht können Sie erstmal was erklären? Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Der Rat wird die Lage erläutern, sobald alle Kolonisten in der Mondzentrale sind. Also ist jetzt MacArthur am Drücker, was? Wir haben keine Zeit für sowas. Ergreifen Sie sie. Was? Hey, loslassen! Evakuierungscrew an MacArthur. Wir fahren mit Phase 2 fort. Außenpostencrew und Ladung sind auf dem Weg zur Mondzentrale. Bisher keine Nachricht von den anderen bei Reinhold. Es sind schon so wenig Leute da auf den Mondstationen und die müssen sich da gegenseitig dann auch noch bekriegen und ein paar Leute überleben noch, die dann, sage ich mal, abhauen können. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Okay, sind die Schlafquartiere. Die sind aber auch gesichert mit dem Sicherheitscode. Das heißt, das bringt uns auch noch nicht weiter. Warte mal, da waren noch Notizen an der Wand. Vielleicht steht da ja was. Na, da können wir nicht zugreifen. Was haben wir denn hier? Select Item, dasselbe, was wir auch schon mal hatten. Hier ist wieder Pearson Stationsingenieurin Sarah Baker. Ich bin von der Mondzentrale zu diesem Außenposten geschickt worden, um dort zusammen mit meinem Expeditionspartner Nachforschungen zum Blackout anzustellen. Die Mondzentrale war komplett verlassen, als wir ankamen, und wir konnten das MPT nicht reaktivieren. Wir wurden getrennt und haben den Kontakt zueinander verloren. Ich begebe mich allein nach Tombow, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Mein einziger Anhaltspunkt ist, dass irgendwas in der Reaktoranlage passiert ist. Der Eingang zur Einschienenbahnstation ist blockiert. Also muss ich einen anderen Weg dorthin finden. Ein Versuch ist es wert. Ah, hier ist wieder eine Leiter. Mal gucken, wo die hinführt. So, das ist die Leiter, wo... Da sind wir ja auch gekommen, ne? Ja, von hier sind wir gekommen. Genau. Gehen jetzt erstmal runter. Aber ich meinte auch gar nicht die Leiter, ich meinte die Treppe. Dass wir die jetzt wieder schieben können. Die hier. Muss ja auch einen Sinn haben. Mal schauen, ob es hier irgendwo was gibt. Was wir noch nutzen können. Wie damals in der Mondbasis ja, als wir vor Monaten, vor langer Zeit, in Teil 2, nee, Teil 1 war das, die Rakete starten mussten. Haben wir ja auch diese Art Treppe benutzt. Was wir machen können. Vielleicht können wir da am Computer irgendwas machen. So, da gibt es ja die Leiter, können wir ganz normal hochklettern. Fahrstuhl gibt es da auch nicht. Okay, der will die gar nicht bewegen. Computer rankommen? Nö. Macht keinen Sinn, aber kann es sein, dass hier ein Durchgang ist? Nee. Okay, sah aber so aus. Kann natürlich ein Verwirrspiel sein.
man das gar nicht braucht. Wie gesagt, ich sehe hier auch nichts, was ich jetzt irgendwie aktivieren könnte oder so. Auch hier nicht. Lass mal das erstmal so. Vielleicht brauchen wir die später noch, wenn dann unten der Hangar aufgeht oder so, dass wir da noch was machen müssen. Dann durchsuchen wir das jetzt hier nochmal alles. Wir suchen ja immer noch den Code. Genau, hier kann ich interagieren, ja. Pass auf, wir können ja auch hier nochmal 2039 nehmen oder so. Fehler. Haben wir uns schon angeschaut. Hier haben wir eigentlich auch schon überall geguckt. Könnt ihr ja trotzdem noch mal lesen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen oder so. Ausgabe 2054. Den Code 2054 nochmal benutzen. Okay. Nee, so kommen wir nicht weiter. Okay, sind wir jetzt wieder in der Bahn. Wo könnten die diesen Code versteckt haben? Das Geile ist ja, dass der Code halt auch für die Quartiere da ist. Also auch die Quartiere blockiert. Will ich eigentlich irgendwas machen? Nee. Ich könnte jetzt im Internet danach suchen. Aber da habe ich keine Lust zu. Ich will das selber lösen. Wo bist du, Kurt? Den Spinden haben wir schon geguckt. Hier ist auch nichts. Okay. Auch 2039 probieren wir nochmal. 2059. Okay. Was ich mir jetzt vorstellen kann, um da reinzukommen, dass wir hier wieder durch den Schacht fliegen. Mit unserer Drohne. Muss
So. Müsste ich das aber hier aufkriegen. Das funktioniert nicht. Warte mal, ist da nicht eine Öffnung? Ah, da ist doch eine Öffnung. Ist das ein... Nee. Kann meine Figur sich ducken? Nee, ne? So, warte mal, jetzt habe ich hier... Was war denn? Der hat auch eine Lampe, ne? Ah, hier ist die Lampe. Scheint aber zu sein hier. Nicht gesehen, dass man hier irgendwie interagieren kann. Da kann man auch nicht interagieren. Schon irgendeine Öffnung oder so finden. Auch geil, mal mit der Drohne hier rumzufliegen. Wie sieht's denn da aus? Das sind nur Reifen, die hier hängen. Nee, komisch, komisch. Bestimmt wieder irgendwas Banales, was ganz einfach ist, wo wir wieder viel zu kompliziert denken. Wir haben auch gar nicht so viele Möglichkeiten, hier nach irgendwas zu suchen. Aber ist cool, ich habe die Taschenlampe angemacht, jetzt leuchtet hier mein Druide auch und leuchtet mir sogar den Weg. Ah, okay. Lesen wir das mal. Ja, zurück, F zurück, Luna Explorer, wichtige Sicherheitswartung arbeiten. Okay, aber
Leider ohne Sicherheitsquote oder irgendwas. Ich wüsste bis jetzt noch nicht, was das bringen soll. Hier haben wir auch überall geguckt. Treppe hoch. Und wenn wir da nichts finden... Ja, dann gucken wir mal im Internet. Aber wir gucken jetzt nochmal hier im Tab. So, untersuche, warum die Einschienenbahn angehalten hat. Erhalte Zugang zum Einschienenbahn-Terminal. Können auch nichts machen, also nicht interagieren oder so. Gibt ja auch nur den Ausgang hier auf der rechten Seite, den hier, ne? Ist die Tür auch zu, warum auch immer. So, eine Luftschleuse. So, Ausgabe 1920 Heliummond. Wichtig für Überleben, Menschheit der Erde. Tja, ich habe auch nichts weiter zum Interagieren hier. Das kann ich mir nur anschauen. Das haben wir aber schon gehabt, ne? Copernicus One-Kolonisten, dies ist eine Evakuierung. Der Tombow-Reaktor hat eine kritische Fehlfunktion. Wir evakuieren Sie zur Copernicus-Mondzentrale. Hey, ganz ruhig. Wer schickt Sie? Wir sind ja auf Befehl des Lunarrats. Der Lunarrat? Frank, passiert irgendwas Seltsames im MPT-Netzwerk? Nö, nichts Ungewöhnliches. Tombow scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht können Sie erstmal was erklären? Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Der Rat wird die Lage erläutern, sobald alle Kolonisten in der Mond. Mal überhaupt was versuchen, ob wir die Leiter da überhaupt, wenn wir jetzt F drücken,
Das ist ja noch eine Schräge, ob wir die überhaupt an der Schräge vorbeibekommen. Nee, bekommen wir nicht. Ah, ich sehe was da oben. Ich sehe was. Kuh. Ich Blindfisch. Oben haben wir was zum Aufspeisen. So, lass mal schön los, die Leiter. Und zwar da oben. Die ziehen wir jetzt mal in unsere Richtung. Muss jetzt. Ich hoffe, er fällt da nicht wieder runter. Doch. Macht er, alles klar. Genau. Haben wir was zum Speisen? Kann das aufmachen. Sehr gut. Und da schicken wir jetzt unsere Drohne durch. Ja, sehr gut. Super geil. Jawohl, ich hab's drauf. Jetzt die Frage. Links oder rechts? Fliegen wir erstmal hier lang. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Sackgasse, aber Sackgasse ist da keine. Eins, acht, acht, eins ist der Code. Sehr schön. Eins, acht, acht, eins, okay. Da muss erstmal einer drauf kommen. Haben sie aber sehr gut versteckt. 1, 8, 8, 1. Ja. Das ist korrekt. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay, dann können wir das jetzt nochmal am Computer ausprobieren. MPD offline, Eisenbahn, Türen öffnen. Manuelle Wartungsüberprüfung ausführen. Wartung entriegelt. Die Frage, reicht das jetzt schon? Wartung entriegelt, dass wir jetzt weiterfahren können. Nee. Ah, ich ahne was. Das bestimmt jetzt unten wieder lang. Ist auch nichts. Gucken, ob wir jetzt hier irgendwas übersehen haben. Das sind die Schlafquartiere.
wie krass das Schlafquartiere sind und... Ist aber... Ja, okay. Wie viel sind's? 3. Ja. Ansonsten, hier ist ja nichts weiter. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Die Luftschleuse ist auch zu. Manuelle Wartungsregelung. Ja. Okay. Also die Frage, Die Frage ist natürlich, wie komme ich dahin? Dass ich manuell das überwachen kann oder prüfen kann. Ah, okay. Hier waren wir noch nicht. Ist immer dasselbe. Ich kann die hochfahren, aber das war's dann auch schon. Naja, okay. Ah, sehr gut. Evakuierungscrew an MacArthur. Heliumladung und Besatzung des Copernicus Außenpostens 1 sind in der Bodenzentrale angekommen. Evac Crew 2 ist weiter nicht zu sehen, Sir. Wir haben sie angefunkt, aber keine Antwort bekommen. Wie sollen wir vorgehen? Verriegeln Sie die Tür und kommen Sie zur Mondzentrale. Der Treibstoff muss dort sein, bevor wir mit der Tombow Crew ankommen. Sir, wenn ich das mache, wird die andere Crew es nicht schaffen. Okay, wir müssen die Tür da aufschmeißen. Ja, Sir. Ja, hier ist eine Luftschleuse, hier kommen wir nicht weiter. Hier müssten wir eigentlich hin. Nur wie kommen wir da hin? Hier ist kein Computer, dass ich was machen kann. Ah, hier. Okay. Hier kommen wir mit unseren Droiden durch. Boah, das ist aber fix unterwegs. Andere Möglichkeit. Die Tür für meinen Meister hier öffnen? Nee. Die Tür bleibt weiter zu. Dann müssen wir das wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge machen. Nehmen wir erstmal den hier. Dann Nummer 3. Und dann Nummer 4.
Okay, dann Nummer 2. Nochmal. Nummer 3. Jetzt Nummer 1. Oh, nicht richtig, also nochmal. Nummer 2. Geht das denn jetzt nicht? Wann haben wir da auch 2 und 3 gezündet? Dann gab's war auf einmal irgendwas blau. So, und jetzt die Frage natürlich. Zünden wir den nochmal, weil der führt ja dahin, ne? Ne, der führt dahin. Dem mal, der führt das Kabel da auch dahin, oder? Okay, jetzt ist das an. Jetzt ist das aus. Der an. Oh, das ist doch echt zum Kotzen. Die Logik dahinter müssen wir mal verstehen. Das Weiße ist dann wahrscheinlich immer das Aktive, oder? Wenn ich die jetzt hier nochmal drücke. Geht er nach links. Toll. So. Aber welche... Jetzt brauche ich die Verbindung zu Nummer 3. Die Verbindung zu Nummer 3 ist der hier. Nummer 1 quasi. Wenn ich jetzt nochmal Nummer 3 drücke, wird er blau, ne? Nochmal. Das ist Nummer. So 3. Welche Verbindung ist zu 3? Könnte die hier sein. Ne. Okay, drücke ich jetzt nochmal. Genau. Jetzt brauche ich nur noch, weil es hier schon gelb ist, die richtige Verbindung. Und ich glaube, das müsste die jetzt sein. Nee. Ah, oh, ist ärgerlich. Aber wenn ich die jetzt nochmal drücke, müsste die auf blau gehen.
Jedenfalls der eine. So, der Zweier. Der hat jetzt einen fetten Schlauch. Die haben ja mal einen fetten und zwei kleine. Drücke ich den nochmal. Okay, wir können uns halt mal die Konstellation merken. Also wenn ich die Konstellation habe mit der 2. So. Dann darf ich die 1 nicht drücken. Dann drücke ich mal die 3. Auch falsch. Wenn der jetzt immer so auslösen würde, dass er alle 3 trifft. Könnte ich theoretisch nur die 4 drücken. Würde ich sagen. Das, wenn ich jetzt nochmal die 4 drücke. Okay, 4, so. Dann nehmen wir mal die 2. Die 1 drücke in der Konstellation ist auch falsch. Und mal die 4. Jetzt brauchen wir nur noch 2 einmal. Wenn wir jetzt einmal den richtigen treffen, dann war es das. Dann müsste der auch blau zünden.
Jetzt noch einmal den richtigen drücken, dann war's das. Dann hätten wir es schon. Jo, wir haben's. Oh, was für ein Krampf. Das hat aber gedauert, ey. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müsste er hier rauskommen. Danke, meine Drohne. Mal gucken, wo waren die Verriegelungen rankommen. Oh, ist das eine geile Aussicht hier. Wird die Verriegelung hier irgendwie deaktivieren? Nee. Wir machen das so, wir holen uns erstmal Sauerstoff. Und jetzt gehen wir mal rein.
Mühsamecke. Okay. Irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu öffnen oder so? Nee. So, wir gehen nochmal rein. Tanken nochmal Sauerstoff. Dann gehen wir nochmal kurz raus. Ich habe da hinten nochmal eine Idee. Ich sehe, ob das geht. Lädt wieder auf. So, jetzt. Da komme ich nicht raus. Hätte ja sagen können, dass es irgendwie Möglichkeit gibt. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass das jetzt schon war. Wir haben defekte Kabel. Warte mal, wir können mal gucken. Computermäßig wird jetzt hier nichts mehr gesagt, ne? Ach halt. Stationsenergie online. Okay, ist alles online. Können wir jetzt auch schon wieder weiterfahren. Sollen wir testen. Jo, jetzt geht's wieder. Sehr geil. Wir haben's. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Kann endlich weitergehen. Schienenzugriff verweigert. Kommunikation zum nächsten Basispersonal offline. Kontaktieren Sie bei Ankunft in der Reinhold-Krater-Basis das Basispersonal. Krass, wenn ich überlege, ich bin die ganze Zeit jetzt hier sogar im Mond drin. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Kollisionsvermeidung, Strecke wechseln. Ah. Okay, das ging zu spontan. Dachte, hör, was ist das denn? Nochmal. Achtung, Tombow-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Okay, diesmal hat es funktioniert. Haben wir richtig reagiert. Achtung, Hindernis erkannt. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Es war auch zu spät, aber ich habe da D gedrückt. Okay, dann wissen wir schon mal, A und D müssen wir drücken. Ah, wir sind jetzt hier im Tunnel. Achtung, Hindernis erkannt. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Boah, das wird ja mal schneller. Die gute alte Mechanik. Boah, da haben wir Glück gehabt. Gut, dass die Schwerkraft auf dem Mond nicht ganz so extrem ist. Wenn man das auf Erde gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich schon Matsch an der Scheibe. So.
So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal Schluss an der Stelle. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.